Hey und jeden Sonntag, herzlich willkommen zurück bei Compact Physics. Alex hier. Heute ein sehr ambitioniertes Thema, trotzdem ein sehr spannendes Thema. Die Herleitung des Rutherfordsche Wirkungsquerschnitts, die Rutherfordsche Streuformel. Vielleicht habt ihr es in der Schule schon kennengelernt. Das ist der differentielle Wirkungsquerschnitt. Die Formel, die wir später sehen werden, die dieses 1 durch Sinus hoch 4 Theta halbe Abhängigkeit zeigt. Naja, vielleicht wisst ihr, was gemeint ist. In der Schule wie im Internet finden wir sehr viele Sachen von dieser Herleitung, sehr geometrisch angehaucht, die mir eigentlich nicht gefallen, und ich präsentiere heute eine sehr allgemeine und sehr, sehr instruktive Art und Weise, das herzuleiten, nämlich über die quantenmechanische Streuung. Wir sehen hier, wir haben eine ebene Welle, die läuft auf eine Wechselwirkung zu, Wechselwirkungszone zu, und nach diesem Streuvorgang hier wird allgemein Folgendes passieren. Einerseits wird eine auslaufende ebene Welle den Detektor erreichen und eine auslaufende Kugelwelle. Das heißt, wir werden ein Streuproblem lösen mittels der Schrödinger-Gleichung, die wir kennen hier, die in einer sehr weiten Entfernung nichts anderes darstellt als eine Amplitude mal einer auslaufenden ebenen Welle, die hier dargestellt ist, und einer Kugelwelle, die hier blau dargestellt ist. Und zusätzlich zu diesem Faktor kommt eine sogenannte komplexwertige Streuamplitude. Dieses f, Theta und Phi ist ganz interessant zur Berechnung für die Rutherfordsche Streuung. Ja? Weil das f, Theta, Phi, das kommt hier ganz, ganz wichtig vor, aber das ergibt sich alles. Beginnen wollen wir jetzt einmal grob damit, dass wir uns dieses f von Theta und Phi ausrechnen. Das heißt, wir haben unser Setting wie folgt: Schrödinger-Gleichung in asymptotischen Abstand. Nehmen wir an, dass es sich aufteilt in auslaufende ebene Welle und Kugelwelle. Gut, dann rechnen wir. Also im ersten Schritt wollen wir uns das Nabla-Quadrat haben. Das heißt, wir rechnen einmal 2m durch h-Quadrat. Wir bekommen diese von der Schrödinger-Gleichung modifizierten Potential u. U setzt sich wie folgt von V zusammen und Kappa, ja, 2ME durch H quer. Das heißt, wir bekommen diese Gestalt der Schrödinger-Gleichung und fordern, dass wir das einer Delta-Distribution, also einer Delta von R minus R' Abhängigkeit in Verbindung stellen. Das ist eine ganz wichtige Forderung. Warum? Dieses Delta gibt uns die Möglichkeit einer sehr kleinen Wechselwirkung, sondern die punktförmige Quelle. Was wir hier haben, und ich weiß nicht, wie Familie seid, aber wir haben hier eine Lösung, eine Differentialgleichung, und wir müssen die Green'sche Funktionentheorie anwenden. Das heißt, wir müssen eine Green-Funktion aufstellen, die uns das löst. Die Green-Funktion, die in diesem Fall hier genügt, lautet minus 1 durch 4pi e hoch ik Betrag r minus r' durch Betrag r minus r'. Und diese Green-Funktion schätzen wir ab, weil die ist ein bisschen mühsam zu rechnen. Das heißt, r minus r' schätzen wir ab durch diese Wurzel. Ja, dann ziehen wir ein r heraus und haben diese weiteren Terme, und diese Wurzel können wir weiter abschätzen, indem wir sagen, den 1 lassen wir stehen, dann sagen wir minus 1 halb mal 2 ergibt uns diesen Faktor hier, und dann wollen wir noch dieses 1 halb r' durch r Quadrat behalten. Das ist unsere Abschätzung, und ja, jetzt nehmen wir noch diese beiden Terme hierher, quadratischen vergessen wir, und bekommen r minus Vektor r' r hat. Das heißt, wir können unsere Green-Funktion herunterbrechen von eine normale E-Funktion e hoch ikr durch r und e hoch minus ik Vektor r Strich. Das ist ganz wichtig, weil jetzt können wir das Ganze lösen. Das heißt, die Lösung der homogenen Gleichung können wir so und so aufschreiben. Ich meine, die Lösung von dieser Gleichung, das sind einfach Wellen der Form V-Faktor, ja, jetzt ist noch egal, e hoch ikr. Ich meine, das kennen wir, das sind unsere ganz normalen Wellenlösungen. Die inhomogene, die müssen wir jetzt mittels dieser Grünfunktion, die wir gerade aufgestellt haben, machen. Das heißt, das nennt sich auch Lippmann-Schwinger-Gleichung, was wir da machen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Das heißt, die Wellenfunktion setzt sich zusammen aus einem Anteil einer ebenen Welle und eben diesem Green-Funktion-Anteil der inhomogenen Teils. Nicht? Wir haben Integral d3r', Green-Funktion, modifiziertes Potential und wieder unsere Wellenfunktion, aber diesmal von Vektor r' abhängig. Gut. Das heißt, diese Gleichung, wenn wir die explizit lösen wollen, müssten wir immer wieder neu einsetzen. Ja, aber das werden wir noch später besprechen, wir müssen dann irgendwann abbrechen. Das heißt, was setzen wir ein? Wir setzen unsere schon erarbeitete homogene Lösung ein und dann setzen wir unser U ein. U, das haben wir da oben. Das haben wir da oben, das ist 2 h Quadrat, das machen wir dann aber später erst noch. Als erstes wollen wir unsere Green-Funktion einsetzen, die wir hier haben. Nicht? Wir haben minus 1 hoch 4pi, das ist E-Faktor, können wir rausziehen. Aber was wichtig ist, dieser E mit dem Vektor R'-Faktor, der bleibt erhalten. Psi-R'. Und die Forderung, dass es natürlich sich wieder wie oben zusammensetzt aus einer ebenen Welle und einer Kugelwelle mit zugehöriger Streuamplitude, die bleibt erhalten.
Im nächsten Schritt wollen wir jetzt genau diese Streuamplitude herausfinden, weil ich meine, was haben wir? Wir haben einerseits das EIKR, das haben wir da auch. Wunderbar. Da haben wir EIKR durch R, das haben wir da auch. Und dann haben wir diesen Anteil der Streuamplitude. Somit ist klar, dass der Rest von diesen Faktoren die Streuamplitude darstellen muss. Und das machen wir auch hier. Wir sagen, das da ist unsere Streuamplitude. Ja, kann man machen. Und jetzt setzen wir erst unser U ein und bekommen den modifizierten Vorfaktor D3R' E hoch IK' Vektor R' von unserem ursprünglichen Potenzial V. Und da haben wir noch unsere Wellenfunktion stehen über R' und die müssen wir jetzt, wie besprochen, nähern. Das heißt, wir würden jetzt nochmal unsere Wellenfunktion einsetzen und direkt nach dem ersten Glied abbrechen. Das nennt sich Bornsche Näherung und das ist der Abbruch nach dem ersten Term. Somit bekommen wir nicht mehr f von Theta und Phi, sondern nur mehr genähert f Bornsche Näherung von Theta und Phi. Und was wir gleich machen wollen, ist, wir wollen das Ganze nicht von Theta und Phi, sondern vom K' und K abhängig haben. Ja, im K-Raum wollen wir das Ganze darstellen. Paar Faktor. Um das Ganze im K-Raum darzustellen, müssen wir hier D3R' E hoch minus IK'R' rechnen, drüber integrieren, V, typische E-Funktion, die wir noch haben. Gut, wenn wir die beiden E-Funktionen zusammenfassen, bekommen wir E hoch minus K'K Vektor R' über das Potenzial und das K'K, wenn wir es da haben, K'K H quer Q setzt sich zusammen, das heißt, wir können das Ganze, diese Wellenfunktion auch als E hoch IQ durch H quer Vektor R' schreiben, das Ganze über D3R' integrieren. Haben wir. Gut. Das heißt, dieser Faktor ist unangenehm. Ich meine, was ich überhaupt da grundsätzlich vergessen habe, was mir gerade auffällt, ist das Ganze noch über VR' zu integrieren. Gut. Das heißt, dieser Ausdruck ist uns noch nicht sehr bekannt, was machen wir damit? Das heißt, wir schauen uns an, was passiert, wenn wir eigentlich eine Fourier-Transformation im K-Raum von unserem algebraischen Potenzial V machen. Können wir ja machen, das Ganze. Ich schiebe einfach vollständige 1 ein, das heißt, ich integriere über D3R, habe hier Bracket R, ist eine 1, da ist nichts passiert, das K' bleibt erhalten. Und dann beim V füge ich gleich nochmal ein. Das Integral über D3R' von R' ist wieder eine einfache 1 und das V und K bleibt erhalten. Aber ich kann gleichzeitig auch schreiben, dass das nichts anderes als die Wellenfunktion mit einer gewissen Vorfaktor ist. Hier Wellenfunktion einen Vorfaktor E hoch IKR', nicht? Und das da, ich meine, das sehen wir alle sofort, was das ist das Potenzial R mit einer, ich meine, wir haben hier R und R', das heißt, wir haben eine Delta-Distribution von R minus R'. Gut. Führen wir das aus, kommen wir auf diese Gleichung. Ja? Und ich meine, wir haben da vorher gesagt, das ist nichts anderes als die Fourier-Transformation von unserem Potenzial in K' und K. Das schaut schon sehr ähnlich aus wie dem, nicht? Wir haben hier D3R E hoch IQR durch H quer V und dann haben wir auch EQR durch H quer V von R. Anderer Vorfaktor. Das heißt, was wir tatsächlich machen müssen, ist, dass wir diesen Vorfaktor hier rüberbringen und dann haben wir ja schon gewonnen. Das heißt, ich kann diesen Vorfaktor auch, also diese Integralbeziehung, auch umschreiben als 2Pi hoch 3 mal der Fourier-Transformation in den K-Raum unseres allgemeinen Potenzials. Ich meine, das ist klar und jetzt setze ich da ein und jetzt ist nicht mehr viel Arbeit. Weil was ich jetzt mache, ist, dass ich habe die Streuamplitude in erster Bornscher Näherung, K'K, ist nichts anderes als ein Vorfaktor und dem gerade erarbeiteten Fourier-Transformation im K-Raum unseres Potenzials. Und diese beiden Vorfaktoren kann ich noch zusammenfügen und ich bin fertig. Ja, ich habe jetzt endgültig mir aus dieser Forderung hier oben, lass ich nochmal kurz raufgehen, aus dieser Forderung hier oben, dass sich das aus einer ebenen auslaufenden Welle und einer Kugelwelle mit zugehöriger, komplexwertiger Streuamplitude, habe ich mir jetzt in Bornscher Näherung diesen Term hier, die ganze Zeit haben wir nichts anderes gemacht, außer diesen Term uns auszurechnen, in einer sehr guten Näherung, in Bornscher erster Näherung, ausgerechnet als minus 4pi Quadrat m durch h quer Quadrat und die Fourier-Transformation in den K-Raum unseres allgemeinen Potenzials, das in der Wechselwirkungszone vorherrscht. Und das ist eine sehr, sehr gute und sehr große Forderung, die wir hier stellen. Ist auch recht allgemein und das ist auch wichtig, weil was wir jetzt bekommen, ist die Rutherford-Streuung damit. Ja? Wir nehmen jetzt einfach ein Potenzial an, nämlich das Potenzial, was wir alle kennen, das Coulomb-Potenzial. Das kann man ja machen. Das ist nichts anderes, ich glaube, ihr kennt es vielleicht in der Art und Weise nicht, das ist Z Alpha F H quer C durch. Ja? Ich meine, Alpha F ist E0 Quadrat durch 4Pi und schon wird es eher gar nicht, das ist 1 durch 4Pi mal Q Strich. Ne? Das heißt beim Q Quadrat. Ne? Und solche Sachen, das heißt, ihr kennt es doch nicht, aber ich meine, schreiben wir es an, Z Alpha F H quer C durch R. Warum kann man das nicht machen? Der nächste Schritt wäre, dass wir uns die Bornsche Näherung ausrechnen.
Ja, weil was wir hier machen wollen, ist, wir wollen später, warum ist diese Bahnscharnierung überhaupt so wichtig? Ich meine, wir kommen jetzt drauf, nicht? Der differenzielle Wirkungsquerschnitt in Bahnscharnierung ist ja nichts anderes, außer das Betragsquadrat der Bahnscharnierung im K-Raum. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns für ein Potenzial die Bahnscharnierung ausrechnen. Weil wenn wir das gemacht haben, das Betragsquadrat kann jeder bilden, nicht? Ich meine, jetzt schauen wir uns an, können wir für dieses Coulomb-Potenzial dieser Art überhaupt eine Bahnscharnierung schreiben? Wir nehmen an, 4π² m durch h², dann dann die Fourier-Transformation in den K-Raum unseres Coulomb-Potenzials von R. Das heißt, wir setzen ein. Zack. Machen wir. Und was sehen wir? Scheiße, dieses Integral ist nicht existent. Naja, das ist eine mathematische Aussage, Nicht-Existenz eines Integrals, das kann bald einmal sein, hat aber auch eine wirklich physikalisch relevante Lösung nicht, weil die Lösung, die kann nicht funktionieren, weil die Lösung nicht stark genug abfällt. Ja? Dank dieses schwachen Abfalls, dieses 1 durch R-Abfalls, geht selbst in einem unendlich weiten Abstand die Lösung nicht in eine freie Lösung über. Deswegen ist es klar, dass dieses Integral nicht existiert. Was wir machen, ist, wir modifizieren dieses Potenzial. Ja, wir modifizieren das ganze Potenzial, indem wir einfach sagen, wir geben einen Abschirmfaktor dazu, hat einen sehr starken Abfall. Das ist nämlich e hoch minus r durch r0. Und das ist natürlich ein stärkerer Abfall als 1 durch r. Wir haben jetzt nichts Grobes mit diesem Potenzial gemacht, außer dass wir es berechnen können. Ja? Okay, dann schreiben wir das so hin mit unserer Forderung. Minus 4π² m h². Ja, Fourier-Transformation des modifizierten Potenzials mit Abschirmfaktor gibt uns, ich will es jetzt kurz machen, v tilde c von k minus k, das heißt, das ist wirklich Potenzial im k-Raum, nicht? 1 durch 2π² z alpha f h² c durch q². Und schon sind wir da, wo wir hinwollen. Weil das ganze K', nicht? Haben wir da oben gesehen, können wir auch schreiben als Q durch H². Und das Ganze setzen wir da jetzt ein, wenn wir runterschauen. Setzen wir nichts anderes, die Bahnscharnierung im K-Raum, setzen wir das Potenzial, was wir gerade erarbeitet haben, mit Q durch H² ein. Dürfen wir machen. Das heißt, es hat diese Form. 4π² m durch h², 1 durch 2π², z alpha f h² c, Q durch h² zum Quadrat. Ich meine, die h² kürzen sich so und so weg, das sehen wir sofort. 2π² und 4π² bleibt 2m durch q² über. Und dieses q² wird noch mit z alpha f h² c. Ich glaube, das ist eine stinknormale Umform. Was wir haben, q ist gleich 2h² k Sinus Theta halbe. Ich meine, das kommt jetzt ein bisschen an den Himmel. Müssen wir uns wieder anschauen da oben. Nicht? Wir haben zwei Vektoren k und k' und die nehmen einen Winkel Theta ein. Nicht? Aus einer geometrischen Überlegung können wir das sagen. Wenn wir das q hier einsetzen, haben wir q², das heißt, wir haben 4h² k², was wir da unten sind, Sinus Quadrat Theta halbe. Und sind eigentlich schon fast fertig, weil ich meine, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt seht, ich sehe es natürlich sofort, aber das auch nur, weil ich es schon länger angeschaut habe, nicht? Aber das hier, h² k² durch 2m, so wie wir es da haben, ist ja nichts anderes als e. Das heißt, das Ganze ist 1 durch e hier, deswegen können wir 1 durch 4e schreiben. Ich habe es auch nicht gleich am Anfang gesehen, aber eigentlich ziemlich, ziemlich logisch, was wir da haben. 1 durch 4e, ja. Z alpha f h² c bleibt erhalten, Sinus Quadrat Theta halbe und schon haben wir die Bahnscharnierung im K-Raum fertig. Und jetzt ist eigentlich nicht mehr viel zu tun, ich habe schon vorher gesagt, der differenzielle Wirkungsquerschnitt ist nichts anderes außer das Betragsquadrat dieser Bahnscharnierung. Das heißt, ich setze einfach das zum Quadrat, ja? Und vergessen wir jetzt mal die Vorfaktoren. Sinus Quadrat, 1 durch Sinus Quadrat Theta halbe zum Quadrat ist 1 durch Sinus hoch 4 Theta halbe. Und schon sind wir beim Rutherfordschen Wirkungsquerschnitt angekommen. Und vielleicht versteht sie jetzt, wenn sie überhaupt noch dran seid, warum man das in der Schule nicht so genau machen kann. Das war mal eine sehr konsistente und auch sehr allgemeine Art und Weise, einen Rutherfordschen Wirkungsquerschnitt herzuleiten. Danke, dass ihr noch immer dran seid. Ich hoffe, ihr habt von dem auch was mitnehmen können, was lernen können. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, euch ein bisschen was über den Rutherfordschen Wirkungsquerschnitt, ein bisschen was über quantenmechanischen Streuprozesse zu erklären. Falls ihr ein weiteres Thema im Videovorschlag habt, einfach in die Kommentare schreiben, mir eine persönliche Nachricht schreiben, was auch immer. Die Links findet ihr alle auf meinem Kanal. Und sonst würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag bei einem weiteren spannenden Thema. Bis dahin, stay complex.